2014 legte der FC Bayern noch 3 Millionen Euro für Sinan Kurt auf den Tisch. Nun hat das frühere Top-Talent nach mehr als einem Jahr ohne Verein wieder einen Vertrag unterschrieben, und zwar in der vierten Liga. Wie RP Online berichtet, wurde der Offensivspieler vom Westregionalligisten SV Strählen verpflichtet. Dort hatte Kurt zuletzt bereits als Gastspieler fungiert. Nach seiner Zeit bei Hertha BSC war der heute 24-Jährige in der zweiten Liga in Österreich gelandet und dann seit Sommer 2019 vereinslos gewesen. Der Telegraph berichtet, dass Ajax Amsterdam Werder Bremens Davy Klaassen zurückholen will. Laut dem Bericht hat der Verein bereits sein Interesse bei den Grün-Weißen hinterlegt, was der Bundesligist aber nicht bestätigen will. Dennoch sei niemand unverkäuflich, sagte Clemens Fritz, Werders Leiter Scouting und Profifußball. Kevin-Prince Boateng spielt ab sofort in der zweiten Liga in Italien. Der 33-Jährige schloss sich für ein Jahr dem Berlusconi-Club AC Monza an. Boateng kam vom AC Florenz. Es ist schon die 14. Profistation seiner Karriere. Wie Eintracht Frankfurt mitteilte, wurde Ersatzkeeper Frederik Renault für Verhandlungen mit einem anderen Verein freigestellt. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll es sich um Schalke 04 handeln. Während die Bild von einem Tausch mit Schalkes Nummer 2 Markus Schubert schreibt, vermeldet die dänische Zeitung BT eine einjährige Leihe. Der AS zufolge darf Luka Jovic Real Madrid auf Leihbasis verlassen, um Spielpraxis zu sammeln. Als mögliche Abnehmer gelten die Roma, Inter, Milan und Manchester United.